Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom, Eras Total Conquest Let's Play zu Medieval 2, einem der geilsten Spiele, die damals rauskam. Ich hatte echte Motivation und jetzt ist es natürlich viel größer geworden. Die Kampagne ist schwieriger und das ist schon die erste von 12 und oh, ich bin so motiviert gerade. Wie kann ich Ja, wir dienen, haben Soldat? hier einfach mal wieder gedacht, wir kriegen weiter die schönen Städte und Burgen von den Ägyptern, auch wenn die so mega stark sind, übermächtig bis ganz nach Westen, oder? Die ganze Nordsahara haben. Wir müssen das wagen, wir könnten scheitern natürlich, Wie aber heißt der Ungläubige? wir haben jetzt auch einen Assassinen, also sollte das jetzt eigentlich losgehen so langsam. Ich bin Zu jetzt Diensten. schon ein bisschen frustriert, dass wir noch nicht so stark wurden und alles. Wir einfach noch ein bisschen, Ihr mehr Wünsch. wagen müssen und so. Weil der Mods hat es in sich scheinbar. Also wir haben jetzt mal die Ja, erste. mein Meister. So, wir machen einfach mal weiter. Jo. Wir haben alles gemacht. Gut, die Höhle Heiligen Römischen Reiche hier. Die sind sehr stark. Und zwei unserer Nachbarn. Wir haben einfach ein bisschen Angst. Wir brauchen ein bisschen mehr Ablenkung von anderen nicht so guten Völkern. Und dann können wir eigentlich auch immer schön angreifen. Und was macht jetzt Ägypten? Nichts. Die greifen uns nicht irgendwie an oder so. Die sind übermächtig. Die könnten eigentlich auf uns losgehen und uns zerstören. Sie haben schon wieder Land, aber man sieht es halt nirgendwo. Und ja, die Seeblockade, die brauche ich ja nicht zu sehen, weil Na, das geht ja nicht. Ich na, kann kein Boot bauen beim wie ihr Roten wünscht, du mehr. Sultan. Es ist eben das hier. Das habe ich ja im letzten Part schon Na, mehrmals gefragt. wie ihr Oder wünscht, du mehrmals nicht, Sultan. aber einmal. Hier raste ich, So, Sultan. wir haben immer noch relativ, wieder weniger Geld. Ja, und jetzt sind wir 15. bei Overall, also bei allem. Aha, genau, den brauchte ich doch. Sehr richtig. Ihr Also, Wünsch? der müsse einfach mit denen irgendwie ein bisschen verhandeln, Wie ihr wünscht, auf du Nummer Sultan. sicher gehen und so. Na, Wenn hier hier raste auch ich, Truppen Sultan. vorbeikommen und so. Befehle? Okay, die wollen Krieg, also. Seht nirevadi, Ist Ungläubiger. nicht so gut. Wie kann ich dienen, Sultan? Okay. Die Armee der Ungläubigen Ja, wird ich nicht wage es. überleben. Okay. So, und die tun wir Ja, wirklich, tut ja. Ihr, ja, Sadik, davon könnt ihr profitieren. Nein, Wir gebt könnten sie eure Ehre nicht exekutieren, aber auf. bekommen wir da Bitte. nicht irgendwie sehr viele Nachteile über. Ich wollte sie Ja, eigentlich versklaven, das ist der wahrscheinlich das. Sultan wird bezahlen. Ransom heißt wahrscheinlich einfach gegen Geld, oder? Okay, gut. Lang leben die So. Krieger des Sie wollen Islam. uns vielleicht ein bisschen Befehle? schwächen, oder? Ich wollte schauen, ob die irgendwie. Das ist gar kein General dabei. Ich müsste schon einen mitnehmen, oder? Wie mein Sultan befiehlt. Aber ich möchte eigentlich, dass ein neuer General erscheint, wenn er gut im Sultan! Kampf ist und so. Ich müsste es wie riskieren. Das größte Problem ist einfach, Truppen sind sicher, also die kann ich sicher besser als im Hauptspiel. Also ich wollte jetzt mal zuerst mal Ich lebe, um zu dienen, hier, Sultan. wo ist er? Da. Meine Augen Spion hier sind die hochtreiben. Ohren. Das ist ja die Sehen und Grenze, da gibt es ja riechen keinen Weg. oder hören. Ich werde keine Okay. Spuren. Wie heißt der Ungläubige? Wie der So, Sultan da können wir jetzt befiehlt. noch nichts machen. Und ich weiß Befehle? es nicht, die werden irgendwann werden sie mal unloyal und werden zu Rebellen. Wie mein Sultan Ich wage befiehlt. es mal und ich habe Fortet ja hier euch, noch mehr Truppen. Ungläubiger. Ich kann mal noch ein bisschen auffrischen. Ja, aber es ist noch alles schon ein bisschen Wie kann ich kaputt. dienen, Sultan? Soldat! Wie mein Sultan So. befiehlt. Ich führe Aha, unsere hier. Truppen zusammen. Oh, Elefanten für 3000! Sind einfach auch nur Bogen. Wieso gab es damals nur Bogenschützen auf Elefanten? Ist ja klar, sie sind langsam.
Und sie haben jetzt auch nicht im Nahkampf zu den, das hat der Elefant selber gemacht. Aber sie sagt, jo, ich möchte mit den Elefanten in andere Armeen rein. Ich will die Döden blatt drücken. Na gut. So, jo. Es ist einfach die Frage, hat eine Stadt jetzt keine Baue? Ja, diese. Also. Aber lohnt sich noch irgendwo ein Gebäude zu bauen? Ja, lohnt sich das jetzt? Das ist eine Bimaristan. Okay. Ist ziemlich gut. Ja, ja. Ah, nochmals ein Woll. Ich lasse mal die Stadt so. Also, was haben wir für ein Woll? Ja, wir haben eine Steinmauer wenigstens. Also es ist... Zu Diensten. Es, wir sparen da noch ein bisschen. So, also hier. Wie ihr wünscht, Sultan. Einfach mal schauen, ob irgendwo... Okay, das ist einfach so umgegangen wegen dem Weg. Wie ihr wünscht, Sultan. Sonst wäre noch etwas dort. Na. Irgendwo hier eine Stadt ist. Wie ihr wünscht, Sultan. Ah, ich müsste auch wieder mit einem Spion hierher kommen. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass wir keine Spione machen können. Ja gut, machen wir das einfach mit dem Saida, mächtiger Sultan. So. Was passiert jetzt? Greifen die Ägypter jetzt mit einer Großmacht an oder so? Was war das? Das war die Burg. Da bringt es ja nicht so viel, einen immer drinnen vergammeln zu lassen. Weil der muss im Kampf halt auch wirklich Erfahrung sammeln. Der muss besser werden. Wie ihr wünscht, da haben wir auch eine Chance. Na. Wenn wir halt niemand trainiert, ja, dann ist man halt schlecht, das General. Also doch wenn das Christentum an sich in Gefahr ist, ist es eines jeden Christen Pflicht, alles heilig. Okay, Kairo wird nochmals Ziel. Es war ja zuerst Kairo, dann hier, wie heißt die Stadt? Jerusalem, genau. Ja, es war jetzt schon der dritte, hä? Weil die haben wahrscheinlich im letzten Part oder vor längerer Zeit hat Kairo wieder zurück erobert. Saida, mächtiger Sultan. Na. So, also es kommen ein paar Truppen. Wir haben nirgendwo eine bessere Position. Wir gehen mal hier hin, dass wir auf dem Fluss... Ist das ein Fluss? Nein, das ist... Mist, das ist gar kein Fluss, aber wir greifen die mal an. Sieben. Okay, wir nehmen das Geld. Ja, wir brauchen das Lösegeld. Wo ist ein Fluss hier? Es gibt auch keine Fluss. Wo ist die Ding... Wo ist dieser Fluss da, Jemen, da? Da oben. Themse, nein, Tiber. Nein, wie heißt der Fluss? Der hier ist. Die Tiber ist ja in Italien, glaube ich. Dann ist es... Jordan, der Jordan. Wegen Jordanien. Jetzt bin ich drauf gekommen. Ich wusste das Land zuerst haben, damit ich den Fluss habe. Jordanien oder Jordan, zwischen Israel und Jordanien ist halt dieser Jordan. Genau. Jetzt haben wir einfach ein bisschen weniger Ding, mehr die anderen wahrscheinlich ausgebildet haben, Truppen. Jo. Mann, ich bin echt nicht so gut im Nahen Osten ausgebildet. Also habe mich nicht so interessiert bis jetzt. Würde ich gerne mal machen, ein bisschen, ja, so die Städte und Flüsse und so kennenlernen. Im Nahen Osten oder einfach auch die Zeit oder damals in den Kreuzzügen und so kennenlernen, wenn ich irgendwo etwas Gutes findet, oder? Ah, das ist nicht so gut, wenn ich hier... Ich könnte zwar die... Das ist nämlich ja das Frankenland, also französische Gebiet jetzt. Ich bleibe jetzt mal hier. Nein, ich gehe schon mal zurück. Natürlich, Sultan. Also ich muss einen Fluss finden, ja. Weil ich will einfach diese Taktik machen, die ich in Rom auch gerne einsetze. Ja, das weiß ich. Das ist ja dieser Ding ja gewesen. Ich lebe, um zu dienen, Sultan. Ich möchte gerne mal schauen, ob ich da eine Chance habe. Jetzt tue ich einfach mal speichern zuerst.
Ja, das ist ja immer so schlimm, wenn man irgendwas anklickt. Wie heißt der? Es ist der. Ich lebe, um zu dienen. Das ist der nicht. Der da. 95%. Bringe ihm den Tod. Bringt das viel? Dann was passiert jetzt wieder? Diese kleinen Teile sind schon cool, diese Videos. Oh, geil! Das wollte ich schon immer mal machen. Das wollte ich irgendwo in einem Rollenspiel oder so mal machen. In einem anderen Spiel. So, okay, er hat zwei Trades, zwei Sachen bekommen. Zuerst einmal, ja, Alliierten wieder. Es sind so viele Alliierten immer. Und gegen Fatimi, ja, die haben ja auch Krieg gegen die. Also die Türken haben Krieg. Das haben wir gesehen. Okay, es ist gut gegangen. Jetzt hat er einen Agenzke, das ist sehr wichtig. Und er hat mehr selbst, also er hat Schutz für sich selbst bekommen. Und irgendwie Trainingkosten sind reduziert worden. Für was? Für andere, hast du sie? Meine Arsch. Wie mein Sultan befiehlt. So, also die Truppen versammeln sich. Das sind halt auch viele in der Stadt jetzt schon. Ich müsste hier also wieder ausbilden. Ich glaube, die arabischen Speermänner lohnen sich am meisten. Ach ja. Geld haben wir ja mittlerweile wieder ein bisschen. Und hier muss ich ja auch. Nein, das. Doch, hier muss ich auch noch einen Imam haben, genau. Da ist es immer noch so langsam. Ist nicht besser. Auto, also nur wenn man selber etwas noch machen kann, ist es besser, denke ich mal. Hier sind noch drei Runden. Und ja, hier sind Ausbildungen. Und hier können wir nichts. Könnten wir eigentlich auch noch irgendwelche. Sie sind wirklich schlecht, die Reiter von diesem Volk. Dann. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehr viel lohnt. Ja, schon. Nein, das Gebäude hier. Also diese Stadt hier wird sozusagen sehr wichtig, ja, in nächster Zeit. Wie ihr wünscht, Sultan. Ich weiß nicht, was ich mit dem Lamaken jetzt eigentlich machen will. Ich will einfach mich ein bisschen schützen, also. Ich muss ihn hier lassen und nichts machen. Wie ihr wünscht, Sultan. So. Wie mein Sultan befiehlt. Haben wir jetzt in dieser Runde schon bewegt? Nein. Was ist der Wille des Sultans? Na. Okay, hier haben wir. Schaut euch an diese Megatruppen. Nein. Wie ihr wünscht, Sultan. Okay, hier ist eine Stadt. Wie ihr Abydos. Wünscht, Sultan. Das ist doch Troja. Wetten, das war Troja früher. Ja, Troja war ungefähr hier. Hier raste ich, oder hier drauf. War Troja auf einer Insel? Ich glaube hier ungefähr. Wer das weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Und da ist er. Ja, mein Meister. Der habe ich bewegt. Hier raste ich. Sehr schön. Also mit dem Assassinen werden wir sehr viel Spaß haben. Ich werde viel machen. Und werde natürlich dann andere Assassinen dann auch noch holen. Kroatien, okay. Aber ich muss ja. Okay, die wollen auch Handelsrechte. Wie unerwartet. Ja, jetzt müssen wir die Imams bzw. von anderen Regionen auch. Okay, sie ziehen ab. Oh. Was macht er mit dem Kaufmann? Er wollte einfach auf diese Stelle gehen. Finde ich toll, dass er also Frankreich jetzt hier auch Kaufmänner einsetzt. Okay. Wie ist der gestorben, der Anführer? Ja, er hat seine Trades mitgenommen, aber die können wir nicht tauschen. Concilium of Noble Kingdom of Ungarn. Ja, aber das.
Können wir doch jetzt nicht machen, ey. Also wo war der Ding? In Siebenbürgen. Genau hier links oben dem Ding. Dann machen wir doch das. Was ist der Wille des Sultans? Hier links oben. Nam. Ja, kostet ein paar Runden. Wie ihr wünscht, Sultan. Gut. Hier raste ich, Sultan. Aha, jetzt ist alles grün und ja, okay. Schwarz ist. Ja, ist der Fox, ist gestorben. Hm. Gut, er war aber auch schon alt. Er war über 50, glaube ich jetzt. Auf jeden Fall. Für das Zeitalter und so. Ziemlich gut. Aber eben diese Sachen-Trades kann man halt in Rom immer noch rübertauschen. Also nur die linken, nicht die rechten. Und hier gibt es ja nichts mehr links, rechts und so. Das ist eins, alles in deiner Liste verschoben worden. Wie mein Sultan befiehlt. Dass ich da irgendwie... Ich schau mal zur Stadt runter. Naam. Natürlich, Sultan. Naam. Natürlich, soll ich mir das wagen? Das ist eine Steinmauer. Nein, das ist... Das Holz noch? Ja. Meine Güte, wer nichts wagt, der gewinnt nicht. Zu viele Speicherstände. Ja, okay, nächsten. Ja, in der nächsten Runde. Der ist ja hier, ja. Der muss hier bleiben. Gut, also hier haben wir schon das nächste Gebäude. Ah, hier können wir nochmal so einen Imam holen. Ja. Jetzt. Nein, immer noch nicht. Okay. Müssen wir noch eine extra Stadt haben. Ja, ist ein bisschen sehr begrenzt worden. Also ich würde gerne mal eine Rome Total War Let's Play auch machen dann. Aber jetzt müssen wir 12 Mal für diesen Mod. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen Pause dazwischen machen. Ja, hier können wir auch keinen Imam holen. Ja, müssen wir halt schauen. Also wir schauen jetzt einfach jedes an. Das ist +2, das ist schon mal besser. Hier ist sicher noch Minus. Minus 38. Ist aber eher... Ich bin Diener, immer das ist immer näher ran. Sofort. Dran. Hier, das ist ja auch... Nein, das ist ja das Hauptgebäude. Minus 37. Wollen wir mal tauschen ein bisschen? Ja, wir tauschen jetzt einfach kürzlich mal ein bisschen. Ja. Damit, weißt du, die andere Stadt kann man ja dann wieder holen. Ist ja nicht so schlimm. Und hier ist minus 20. Hier ist sogar Einfluss. Orthodox schon. Von den Oströmern, hä? Die sind orthodox. Oh. Und hier können wir auch nicht. Und hier ist 95%. Okay. Ich denke, es wächst überall, wo ich eine Kirche, also eine Moschee habe, sorry. Schon ein bisschen an, aber es geht halt einige Zeit. Aber da müssen wir uns ein bisschen drauf schauen, sonst haben wir dann... Okay, Krieg, Ägypten, also Umgang gegen Ägypten. Und Kipchak-Konfederie, was war das? Das war die oben hier, glaube ich. Samanda-Region. Ja, Kipchak-Konferenz hat Krieg gegen... Mist, also denen geht es nicht so gut, den Türken. Die haben jetzt 2 Kriege oder 3 Kriege sogar. So, und unsere Beziehungen zu der Türkei sind anständig. Und von Cordoba sind perfekt geworden, weil die Krieg wahrscheinlich haben gegen Ägypten. So, also dann haben wir Diener, das genau wie mein Sultan befiehlt. Eigentlich alles gemacht. Der Ungläubige. Das ist ein Imam, so eine Merchant würde ich mal interessieren. Ich glaube, ich mache den weg. Also, ich tue jetzt einfach mal den wegmachen und den Imam. Ich tue mal 90%. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn es nicht 95% ist, läuft es irgendwie schief manchmal. Ich wag's. Ich darf nicht, mich nicht immer verstecken, auch wenn das Spiel manchmal sehr gemein ist. Alles ab. Jetzt kommt eine Wache und er ist tot. Ach, das geht aber sehr schnell. Wie cool die Videos sind.
So, also wir haben den Imam getötet. Das ist einfach einer, der schon mal ja hier war und ja das Ding. Haben wir jetzt? Wir haben doch ein Ding, einen Diplomaten hier. Ja, mein Meister. Wenn ich einfach zu dem gehe. Ich bitte um eine Audienz. Ist ja das gleiche Volk, oder? Ist Kroatien hier gewesen, auch wenn es ein Siebenbürgen ist. Wie mein Sultan befiehlt. Und dann müssen wir eigentlich mit ihm. Das ist auch Russisch. Saida, ja, ich wollte eigentlich schauen, ob hier hinten die Dinger sind. Okay. Agenzke. Gut, der levelt schnell. Ja, also das Spiel macht jetzt immer mehr Spaß. Weil wir zu Diensten. Ziemlich viel. 815. Der wird ja mega gut. Der ist schon fast voll. Und der ist noch so jung. Oh, er ist aufgebläht. Es hat Hunger. Aber wer weiß, Hunger ist, okay. Aber er hat einen Sommer. So, also, und ich will immer hier irgendwas machen. Ah ja, der noch bewegen, aber der ist nicht so wichtig. Den haben wir vergessen, der ist ja ziemlich... Ja. Ich überspeichere einfach den Spielstand, falls ich nicht sicher bin, ob ich alles gemacht habe. Immer wieder im Part oder so. Damit ich nicht zu viele Speicherstände mache. Bin aber, ich fühle mich wirklich nicht so sicher. Das Spiel könnte mir einen Strich durch die Rechnung machen. Noch zu wenig Erfahrung. Das ist eine heftige Mod. Namen. Wie ihr wünscht, okay. Sultan. Salem. Was stimmt da? Schauen wir in Bremen. Namen. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr. Hier so, Dschihad gegen Antioch. Von wem? Von wem wird das Kalbe Baraka? Baraka. Und das ist Baraka, ist das ein Volk? Ich denke nicht. Oh, die haben viele Merchants jetzt, weil sie wahrscheinlich auch ohne Ausgaben ausgesetzt sind. Also ich möchte gerne... Wieso sind die jetzt hier? Jetzt bin ich doch hier hingegangen. Ja, mein Meister. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Ich möchte, also muss ich die Stadt doch... Okay, die wollen überhaupt nicht. Wir müssen die Stadt doch finden. Obwohl wir eigentlich schon Handelsrechte haben. Also die Quest geht wahrscheinlich gar nicht zu lösen. Wir gehen halt trotzdem hier hin. Hier rast nicht Umwege mit Diplomaten. Und tun sie pro Runde nicht unbedingt weiterführen lassen. Also Finanzen waren ja besser geworden, viel besser geworden, aber sind jetzt auch wieder zurückgegangen, weil wir Gebäude gemacht haben. Welche hat hier? Okay, die... Also so ein Ding, Camel Rider, möchte ich eigentlich schon holen. Sind aber auch sehr schlecht gepanzert und so. Was soll ich tun? Ich hole mir mal... Nein, das sind... Ich hole mir nichts. Okay, wir haben Maha of Shiritz. Das neues Familienmitglied. Okay, Heiliges Römisches Reich, das sind die Deutschen gegen Ägypten und Polen gegen Venedig. Gut, die mögen uns auch so langsam sehen. Also ich möchte mal einfach ein bisschen auch den Ding trainieren. Das muss jetzt wegen dem neuen Kampf jetzt dann gespeichert werden. Euch, mächtiger Sultan, gebt mir ein Ziel und ich. So. Ich lebe, um zu dienen. Dann den Imam. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wie
beim Sultan. So, wir kämpfen gegen den, oder? Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Können wir nicht noch die Attacke? Euer Glaube und euer Mut haben triumphiert. Ja. Okay, die haben genug Geld, die machen's. Was soll ich jetzt die Stadt an? Ich wage es noch nicht, so die Stadt zu belagern, weil die kommen sicher mit großen Truppen dann. Aus dieser Stadt auch. Wir warten hier noch, bis wir Ding haben. Ich muss ein bisschen mehr kämpfen mit den Ausbilden. Null, okay. Okay. Gut, dann bleiben wir mal hier mit ihm. Und wir müssen die bemalen, okay. Jo, machen weiter die nächste Runde. Ich muss mal noch kurz schauen, der Bion der Ungläubige ist hier. Es ist der Wille des Sultans. Gehen wir mal hier hin mit dem Spion. Aha, das sind noch mehr Truppen. Die tun einzelne Truppen immer wieder. Ja, das ist näher im Rumtotel wohl auch immer so der Fall gewesen. Meine Augen sind die euren. Okay, hier haben wir die Übersicht. Hier lassen wir ihn, den Spion. Und mit dem müsste ich eigentlich jetzt wie der Sultan es wünscht. Ja, den Imam begutachten. So. Ich will keine Spuren hinterlassen. Begutachten, das ist ein viel zu tolles Wort. Ausspionieren. Und bei dem, ja, haben wir gemacht. Und der Diplomat, der ist jetzt. Boah, ist der Diplomat jetzt. Ja. Ihr wünscht? Ja, können wir jetzt auch nicht mehr viel machen. Nahm. Ich möchte irgendwie gut hier Beziehungen zu Frankreich bekommen. Nahm. Hier raste ich, Sultan. Okay, gut. So, dann machen wir noch kurz diese Runde. Solange mir das jetzt nicht so stört, also nicht irgendwie das über einen Kaufmann übernimmt oder abwirbt sozusagen, ja, er wirbt sie ab. Ist alles okay, wenn du dort hocken bleibst. Und der andere ist einfach ein anderes Land, also sieht anders aus da links in der Stadt. Oder von der Burg, glaube ich, ja. Von der Burg. Okay, der König von Schottland ist auch gestorben. Und die Türkei hat wahrscheinlich im Norden jetzt hier. Okay. Also Benefactors. Atta Baghdadi. Ja, das ist auch cool. Er hat. Oh, die Loyalität ist nicht so gut. Ist normal gesund. Command ist auch nicht so gut. Er hat aber weniger Handeln, aber dafür kostet er weniger. Weniger, ja, okay, wir nehmen einen aber an, auch wenn er eine Lusche ist. So, das sind unsere, hä? Zu Diensten. Hä? Wieso sind die blau? Zu Diensten. Sollten eigentlich schwarz sein. Das sind unsere. Zu Können Diensten. Wir den abwerfen? Benennt denjenigen, der ins ja, Armenhaus ist zu, soll. Ja, zu riskant. Wir müssen noch ein bisschen zu warten. Diensten. Ja, du hast doch gutes Einkommen. Viel besser als er. Also gut. Ja. Wieso ist die Produktion? Ja, da müssen wir einfach Gebäude bauen. Immer schwarz. Okay, der Dschihad hat jetzt Cordoba und Hamdad-Dynastie dazu bekommen. Cool, hier ist eine geile Schlacht gewesen. Wo jemand wirklich zu gut war. 982. Im letzten Jahr. Cool. Vielleicht haben die wirklich hoch gewonnen. Auch wenn Dschihad. Nein, der Dschihad ist ja noch nicht so angegriffen worden. Okay, die Sicht ist besser geworden beim Prinz. Wegen den Hunden. Spürhunden. Okay. Ja, jetzt haben wir doch jetzt ein bisschen mehr Produktion dann im nächsten Runde. Dann, was ist das? Das ist immer noch die Burg? Ja, Burg. Ja, ich müsste eigentlich so langsam doch. Die Mine bringt nicht so viel, aber ich mache sie trotzdem. Oh,
Oder zuerst. Es sind 12 Runden. Und es ist trotzdem nicht so viel. Nein, noch nicht. Später dann. Und Mekka hat auch eine Farm. Das sind 10 Runden. Ja, tun wir doch einfach mal das nehmen, das ihnen bessere, dass es ihnen besser geht. Ja, die haben schon ein bisschen Probleme. So langsam wirklich gut mit der Religion, sehr schön. Assalamu alaikum. Noch mal hier hin. Wie der Sultan es wünscht. Den Imam. Okay, jetzt gibt's sehr viel Krieg. Das ist aber jetzt nicht wegen, ja, der ging es ja auf Kairo, der Kreuzzug. Das ist einfach, weil das Volk langsam zu stark wird. Ja? Mehr Krieg. Ich frage mich immer noch, wo Kievan Rus ist, wo die Staaten fragen. Also es könnte schon sein, dass wir irgendwie im Nordosten immer sind oder da, also im Westen von Russland. Oder ob sie da ganz westlich sind, nur hier oben. Oder hier? Ja, okay, hier nicht. Aber interessiert mich mal. Also ich kenne es einfach von anderen Spielen. Ich glaube, Knights of Honor war auch mit Kievan Rus oder so. Dass ich die einfach kenne, dass sie dort oben in Finnland waren. Und das gibt's ja hier nicht. Wie ihr wünscht, Sultan. Hier Finnland ist ja Sultan. Hier eigentlich ganz hier knapp nicht. Ich, ja, das ist schon eigentlich Finnland hier doch. Bisschen knapp. Aber da oben ist ja Russland, hm? Hier in dem. Ich bin Diener des Islam. Ich bin auch Wie Diener heißt des der Islam. Ungläubige? Also wo sind jetzt diese dummen Priester, Imams? Weder Wind. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Ist jetzt wirklich nichts mehr. Weder Wind. Ich werde keine Spuren hinterlassen. Mist, ich müsste eigentlich mit dem Spiel. Es ist der Wille des Sultans. Wie? Oh nein. Wieder sterben. Der Baumtrick, der Buschtrick. Ich wollte ihn nicht rein in die Stadt. Ich wollte hinter der Stadt oder neben der Stadt klicken. Hat's geschafft, oder? Meine Güte, hey. Das Spiel hat viel zu große Dingboxen. Ich habe hier geklickt ungefähr. Hier. Ja. Brauche aber unbedingt nochmal so ein Imam. Muss schauen, wie schnell die. Also nur die, die uns gefährlich werden können wegen der Religion. Das geht halt schon ziemlich schnell. Okay, dafür ist. Das war jetzt ein bisschen schlussig. Okay, er ist hier hochgegangen. Immerhin. Was ist der Wille des Sultans? Ja, es ist aber ein guter. Ja, es ist ein guter. Also den lohnt sich nicht nachziehen. Wie ihr wünscht, Sultan. Passiert nichts. Was wünscht ihr? Ja, der ist auch ziemlich gut. Also wenn so Schriftrollen so viel hat, dann könnte schon mal passieren, dass wir irgendwas verlieren, weil bestochen wurde. Aber ich glaube nicht, dass die KI das wirklich auch will oder jemanden bestechen. Schreibt es mal, wenn ihr das Spiel besser kennt, ob ihr schon mal bestochen wurdet oder so. Vielleicht irgendwelche Soldaten ohne Generalen und so, ob die bestochen wurden. Interessiert mich mal. Also ich habe in Medieval 2 schon mal gehabt, dass ich irgendwelche Truppen verloren habe, ja. Weil ich immer dachte, ja, ich könnte ein paar Truppen nachschieben. Und die waren dann auf freiem Feld und dann sind sie plötzlich weg gewesen. Aber ich glaube, in Rom gab es noch kein Bestechungssystem. Zwar doch. Doch, es gab schon, aber... Das ist auf jeden Fall nicht so gewesen, dass ich bestochen wurde. Oder nein, kein Loyalitätssystem, stimmt, das meine ich. Also das habe ich eigentlich gedacht. Also, zu Diensten. Jetzt ist nur noch 734, jetzt ist ein bisschen runtergegangen mit den Einnahmen. Okay, denen geht's nicht mehr so gut. Weswegen geht's jetzt denn nicht mehr gut? Squalor. Squalor ist...
Sohnschaf. Ist das ein Haus oder so? Das ist Korruption, glaube ich. Könnte das sein? Ah, wahrscheinlich Unruhe. Nein, Unruhe ist das. Genau, Unruhe. Oh, also Unrest. Weil ich nichts baue, oder? Ich muss etwas bauen. Mache ich ja auch die Shisha-Bar. Die sind günstig und lohnt sich halt einfach. Und hier ja die Mine, genau. Und hier immer noch die das Konzil sozusagen. Hauptgebäude. Ja, die haben ja auch die Shisha-Bar. Sehr gut. Ja, schade, dass dieses Dorf noch nicht so wächst. Ja, es hat auch ein bisschen Unruhe. Also ein bisschen Korruption. Ja, das Geld fließt halt irgendwo anders. So zwielichtigen Gestalten als ins die Staatskasse, oder ins Land, ins die Stadtkasse. Ja. Also ich bin froh, ja, läuft es jetzt auch wieder so gut. Immer noch. Jetzt müssen wir einfach hier ein bisschen beobachten. Ja, es sind viele Merchants plötzlich hier. Sie haben alle auf Merchants jetzt gesetzt. Assalamu alaikum. Finde ich toll, dass das Spiel das auch so ein bisschen macht. Auch wenn es für uns nicht so gut ist. Ich bin Diener des Islam. So. Sofort. Also, jo, Dankeschön wieder fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.